Willkommen bei Siezersport TV. Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen hier zum Vorbericht zum Derby SK Adnet gegen den FC Puch. Beide Mannschaften sind ja etwas durchwachsen in die neue Saison gestartet. Wir werden jetzt gleich mal einen Blick auf die Tabelle in der Salzburger Liga werfen, wie hier die Konstellation vor dem Spiel heute Abend aussieht. Hier sehen wir den FC Puch auf Platz 12 der Tabelle mit 3 Punkten. Der SK Adnet befindet sich auf Platz 10 der Tabelle, auch mit 3 Punkten. Allerdings hat der FC Puch noch ein Spiel weniger, da das erste Spiel des FC Puch Corona-bedingt abgesagt wurde. Der FC Puch musste auch letzte Woche zu Hause eine 4:0-Schlappe hinnehmen gegen den SV Hallwang. Also die haben heute Abend hier sicherlich einiges gut zu machen. Der SK Adnet hingegen konnte letzte Woche auswärts gegen den TSV Neumarkt ein sehr gutes 1:1 erreichen. Jetzt haben wir dann gleich noch bei uns zu Gast den Torhüter der Adneter, Mirel Kachimanovic, und den Trainer der Adneter, Thomas Schnöll. So, jetzt haben wir bei uns zu Gast die Nummer 1 des SK Adnet, Mirel Kachimanovic. Mirel, in Neumarkt ein 1:1 erreicht. Was ist denn dein Fazit von dem Spiel? Ja, ich finde, beide Mannschaften können mit dem Punkt zufrieden sein. Es gab sehr viele Chancen für beide Mannschaften. Wir haben auch 2-3 gute Chancen gehabt, die auch, die wir dann gut vereitelt haben. Und ich glaube, dass beide Mannschaften mit einem Punkt sehr zufrieden sein könnten. Heute Abend geht es ja gegen den FC Puch. Jetzt wird es eigentlich mal Zeit für 3 Punkte, oder? Weil hat man bis jetzt in dieser Saison noch nicht erreicht. Was erwartest du heute Abend für ein Spiel? Ja, es wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Puch will auch die ersten 3 Punkte holen. Wir wollen die genauso. Und ich bin aber guter Dinge, dass wir die 3 Punkte mit den Zuschauern, die wir haben, heute holen werden. Passt mir also. Herzlichen Dank, dass du noch bei uns warst. Wir haben jetzt dann gleich noch zu Gast den Trainer des SK Adnet, Thomas Schnöll. Siezersport TV. Jetzt haben wir bei uns zu Gast den Trainer des SK Adnet, Thomas Schnöll. Dann 4 Spiele, 3 Punkte. Hat man sich den Saisonstart ein bisschen anders vorgestellt? Was ist dein Fazit von den ersten 4 Spielen? Das Fazit ist bis jetzt, dass sich die Spielleistung noch nicht wirklich in die Ergebnisse widerspiegelt. Wir haben 2 Partien, Bürmers und Straßwalchen, relativ leichtfertig in den letzten paar Minuten noch hergeschenkt. Und das sind dann genau diese 2-3 Punkte, die uns einfach abgängen, was den Tabellenplatz betrifft. Aber wie gesagt, auf die Tabelle schauen wir nicht. Und wir haben immer gesagt, dass die Art und Weise, wie wir Spiele bestreiten, entscheidend ist. Und da zeigt es einfach in die richtige Richtung. Und die Tendenz stimmt da. Es war letzte Woche ein sehr, sehr stabiler Auftritt in Neumarkt. Man muss auch dazu sagen, wir haben nicht die einfachste Auslosung gehabt. Aber jetzt ist es einfach auch an der Zeit, dass wir mit einem 3 einmal anschreiben und uns endlich einmal belohnen für den Aufwand, was wir betreiben, und einfach vor dem Tor ein bisschen konzentrierter sein, weil wir doch zu sehr, sehr vielen Chancen kommen und nur einen Bruchteil von denen nutzen. Jetzt steht man ja nach 4 Spielen mit 3 Punkten da. Ist das heutige Spiel am Abend schon ein bisschen richtungsweisend, wo es in der Tabelle dann hingeht? Nein, richtungsweisend nicht. Für das ist es einfach viel zu früh, und da muss man jetzt einfach einmal abwarten und die nächsten Wochen einfach sehr konzentriert bestreiten und jedes Spiel einfach sehr, sehr ernst nehmen und über die Grenzen gehen. Dann sind wir gute Dinge, dass wir uns schneller wieder da wiederfinden, wo wir hinkehren. Der FC Puch musste ja letzte Woche zu Hause 4:0 Schlappe hinnehmen gegen den SV Hallwang. Was erwartest du heute vom FC Puch, oder wie erwartest du den FC Puch heute? Ja, Derby hat immer eigene Gesetze, gell? Und man weiß, dass vor 2 Wochen haben sie in Altenmarkt gewonnen, wo man weiß, dass es sehr, sehr schwer ist zu gewinnen. Also die Mannschaft hat schon Qualität und ist ein bisschen eine launische Diva, wo man nie weiß, wie sind sie drauf und wie sind die einzelnen Charaktere auch drauf. Aber sie haben individuelle Klasse, und da müssen wir speziell auch bei Standardsituationen sehr, sehr gut aufpassen. Und wenn wir unsere Prinzipien am Platz bringen, dann bin ich guter Dinge, dass wir da Sieger vom Platz gehen können. Noch ganz kurz, wie schaut denn die Kadersituation bei euch aus? Kadersituation ist unverändert. Krasicker tastet sich schon langsam in der 1b wieder heran. Müller fällt länger aus mit Muskelproblemen. Ruf ist nach wie vor noch nicht ganz bei 100% nach dem Mittelfußbruch. Reindl hat mit der Zehe ein bisschen Probleme. Also man sieht schon, dass Corona schon seine Spuren auch hinterlassen hat. Dass man einfach diese Intensität oft auch noch nicht gewohnt ist. Diese Intensität, die wir erst nachdem wir wieder die 1-Meter-Regel unterschreiten haben dürfen, an den Tag legen haben können. Aber wir sind gute Dinge, dass das nahe Zukunft, dass die wieder zurückkommen und den Kader wieder verstärken. Aber wir sind Gott sei Dank breit genug aufgestellt, dass wir immer wieder mal 3-4 Ausfälle
halbwegs kompensieren können. Aber natürlich wäre es mir als Trainer lieber, wenn ich aus dem Vollen schöpfen könnte. Passt dann. Dann sage ich herzlichen Dank, dass du bei uns warst und alles Gute für heute Abend. So, wir verabschieden uns jetzt hier von unserem Vorbericht. Spielbeginn ist heute Abend hier in Adnet um 19 Uhr. Wer es nicht schafft, hier auf den Fußballplatz zu kommen, sehen Sie alle Spieltag-Highlights ab Montag ab 18 Uhr auf www.sitzersport.tv. Tschüss und bis zum nächsten Mal.